Nachdem die Lebensmittel in der Küche zu Mahlzeiten zubereitet wurden, kommen sie hier in die Homogenisierung. Ähnliche Lebensmittel, wie zum Beispiel Tomaten verschiedener Herkunft, werden hier zusammengefasst und in einem dieser Mixer gemeinsam zu einer homogenen Masse verarbeitet. Die Proben werden anschließend bei minus 20 Grad gelagert, bis sie von den Laboren abgeholt werden. In den Laboren werden die Proben auf insgesamt knapp 300 Stoffe untersucht und anschließend von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der BFMI-Studie ausgewertet.